Hauptkommissar Kevin ist mit Abstand der beste Polizist in dieser Umgebung. Hallo, Hauptkommissar Kevin hier. Was gibt's denn? Vor wenigen Minuten warf ein 15-Jähriger seine Zeitung mutwillig auf den Boden. Das ist ja ein erschreckendes Ereignis. Ich bin sofort unterwegs. Als ich von der Nachricht hörte, bin ich natürlich direkt losgefahren. Ich bin unterwegs! Kurz danach erwischt Kevin den Täter auch. Hallo? Hallo? Bei mir ist gerade die Meldung eingetrudelt, dass Sie Ihren Müll hier nicht ordnungsgerecht entsorgen. Na und? Der Täter zeigte aber keinerlei Einsicht, was mich natürlich schon sehr angefressen hat. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja eine Umweltverschmutzung sondersgleichen. Sie kommen gleich mit auf mein Revier. Hey, nicht über die Wiese. Da kommt meine Rolle gar nicht lang. Leider war es letztendlich nicht möglich, den Täter zu fassen. Es war fahrzeugtechnisch einfach unmöglich, ihm hinterherzukommen. Und jetzt würde ich eigentlich gern nach Hause, weil ich habe keine Lust mehr. Auf Streife. Hallo. Also mein Name ist der Jürgen. Jürgen! Der heißt Jürgen. Oh Mann. Voll gemein. Langweilig. Kannst du mal ein bisschen singen? Heute werde ich Everyday Saturday singen. Oh, na dann sing mal. Okay, ich würde sagen, dann fange ich auch gleich mal an. Los geht's. Everyday, Everyday Saturday. Brillant! Super! Also mit so einem Auftritt hast du das Zeug zum Superstar. Kann ich nur sagen. Überragend! Super Song, super gesungen. Besser geht's nicht. Also ich glaube, meine Mitjuroren können das Ganze nur bestätigen, oder? Was sagt ihr? Also das war ja der allerletzte Müll. Da kann er ja selbst ich besser singen. Also Bandik, was sagst du dazu? Also du kommst hierher, du hast eine ganz gute Stimme, du könntest es weiter schaffen, aber dann packst du so ein Dreckslied aus. Also wir haben hier einen Bandik, der meine Meinung nicht vertreten kann. Aber der andere schon. Deshalb bist du auf gar keinen Fall weiter. Raus. Ihr seid ja nur am Bassern. Ihr habt da überhaupt keine Meinung. Geht's. ApoRed ist der coolste. Ihr seid voll gemein. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten. Hohenberg, ein 15-jähriger Randalist, warf seine Zeitung absichtlich auf den Boden. Doch das Verheerende an der Sache ist, er hob sie nicht mehr auf. Wir sind in Verbindung mit Hauptkommissar Kevin, dem wir nun ein paar Fragen stellen werden. Hallo, Hauptkommissar Kevin. Servus. Okay, Kevin, können wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Nein, ich möchte zu diesem Thema absolut keine Fragen beantworten. Doch, Kevin, Servus. Das ist hier ein Interview. Sie müssen ja schon mal ein bisschen mithelfen. Es ist jetzt los jetzt hier. Nö. Konnte denn der Täter überhaupt gefasst werden? Das war leider nicht möglich, denn der Täter befindet sich noch auf freiem Fuß. Es war einfach nicht zu schaffen. Woran lag es, dass der Täter nicht gefasst werden konnte? Ich hatte von Anfang an ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Ich befand mich mit meinem Roller auf Streife und der Täter floh und darauf war ich nicht vorbereitet. Und über die Wiese, das geht nicht mit meinem Roller.
Wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, dass Sie den Täter nicht fassen konnten, weil Sie nicht mit dem Roller auf die Wiese konnten? Nein, das war ja gar nicht so. Ich kann Ihnen die ganze Lage mal anders schildern. Und zwar, herzlichen es war Dank, so, weil Kevin, der Ihre Täter... Zeit und willkommen zu den neuen News. Fünf. Die Filmbros erreichten diese Woche die 180 Abonnenten. Hier ist eine kleine Reaktion von Ihnen. Er ist geworden! Jürgens Teilnahme bei DSDS war leider nicht erfolgreich. Er wurde rausgeschmissen. Doch wie sich herausstellte, waren die beiden Junioren ApoRed Hater. Was für ein Debakel. Das tut uns natürlich leid, aber wen interessiert denn so ein Scheiß? Kommen wir zu den nächsten News und die sind sehr interessant. Oh, wie hier steht, ich muss jetzt das Wetter machen. Also kommen wir jetzt zum Wetter. Wie man hier schon sieht, ab Montag beginnt eine Eiszeit. Das könnte auf jeden Fall sehr kühl werden. Ich würde euch empfehlen, Handschuhe, Mütze, Schal, sowas ist auf jeden Fall drin. Temperaturen bis zu minus 90 Grad in ganz Deutschland sind zu erwarten. Das Ganze hält bis Samstag an und Samstag, wie man schon sieht, wird dann die Welt untergehen. Das ist aber halb so schlimm, da dieser Sommer sowieso nicht so schön werden sollte, wenn man hier aussieht. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und die Lottozahlen werden hier noch verkündet. Diese lauten nämlich 0, 0, 0, 0, 0, 0. Die Zahlen sind wie immer ohne Scharfschützengewehr, aber das ist selbstverständlich. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, habe ich auch schon gesagt, also tschüss.